Hans-Jürgen Irmer, Rechtsaußen und Landtagsabgeordneter der CDU aus Wetzlar, steht in der Kritik. Wieder einmal. Aktuell geht es um seine Position als Leiter des Unterausschusses für Heimatvertriebene und Flüchtlinge. Eine denkbar ungeeignete Personalbesetzung, kritisiert die Opposition. Bereits vor Tagen kündigte SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel an, seine Fraktion werde nicht mehr an Ausschusssitzungen unter Irmers Leitung teilnehmen. Wir sind nicht mehr bereit, der demokratische Deckmantel für die Spielchen dieses Herrn zu sein, kommentierte er die Entscheidung. Auch die Linke unterstützt den Boykott. Fraktionschefin Janine Wissler zitierte aus dem Wetzlar Kurier, dessen Verleger Irmer ist. Ein Anzeigenblatt, das aufgrund seiner rechtspopulistischen Artikel regelmäßig Aufsehen erregt. Auf der Titelseite ein Leitartikel von Irmer. Deutschland muss Deutschland bleiben, Islamisierung verhindern, schreibt er dort. Und dann wurde für die Leserbriefseite wurden 11 Briefe ausgewählt, von denen jeder einzelne unwidersprochen die dümmsten Ressentiments ausdrückt. Die CDU wiederum spielte die Debatte herunter. Sie appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Opposition und kündigte an, die Ausschussarbeit in gewohnter Weise fortsetzen zu wollen. Und die Grünen betonten, sie hätten keinen Einfluss auf die Amtsvergabe. Die Personalverantwortung liege allein beim Koalitionspartner. Ex-Grünen-Parteimitglied Mürvet Öztürk, jetzt parteilos, übte ebenfalls Kritik an Irmer. Die Integrations- und Migrationsexpertin begründete ihren kürzlichen Parteiaustritt unter anderem mit politischen Differenzen in der Asylpolitik. Es geht einfach darum, dass man festhalten muss, dass Herr Irmer auf der einen Seite mit seiner Politik, mit seinem Agieren im Hintergrund komplett die Asyl- und Flüchtlingspolitik dieser Landesregierung diskreditiert und konterkariert. Bereits Anfang des Jahres hatte Irmer im selben politischen Kontext für heftigen Zündstoff im Parlament gesorgt. Zwei seiner Ämter musste er in Folge abgeben, unter anderem das des stellvertretenden Fraktionschefs. Sein Vorsitz im Unterausschuss für Heimatvertriebene und Flüchtlinge durfte er indes behalten. Bleibt fraglich, wie lange noch?